Star Citizen übersetzt. Euer Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung. Heute übersetze ich euch das Inside Star Citizen, wo die Nomad vorgestellt wird. Ein etwas besseres Starterschiff, wie uns erklärt wird. Es geht um die Intergalactic Aerospace Expo. Und auf robotspaceindustries.com ist ein Alpha 3.11 Postmortem, eine Postmortem-Analyse veröffentlicht worden. Diese Übersetzung im Detail ebenfalls hier mit einigen Zusatzerklärungen, wie gehabt. Und im Star Citizen Live ist das KI-Team zu Gast, das Team, was die künstliche Intelligenz entwickelt. Und das ist natürlich auch hochgradig spannend. Und gucken wir uns ebenfalls an in diesem wieder sehr umfangreichen, sehr langen Video. Viel Spaß! Zwei der beliebtesten Schiffe in Star Citizen sind die Avenger und die Cutlass. Nehmen wir an, ihr seid bereit, euer Schiff abzugraden, aber noch nicht ganz bereit für eine Cutlass. Zwar braucht ihr immer noch die Zuladung, ihr braucht noch immer die Waffen, aber ihr wollt dabei nicht aussehen wie jeder andere. Und da kommt die Nomad ins Spiel. Die Nomad ist ein etwas besseres Starterschiff. Es ist vielseitig, kann sich im Kampf behaupten und es fasst eine ordentliche Menge an Frachteinheiten. Die Nomad ist im Wesentlichen ein Pickup-Truck, der das Pickup-Truck-Ding irgendwie anders macht als alle anderen Hersteller im Spiel. So ist die Ladung bei der Nomad nach außen hin völlig exponiert und die Winkel des Schiffes sind bislang einzigartig. Und das Schiff ist auch anders als jedes andere innerhalb der Produktionslinie dieses Herstellers. Es ist also eine Abweichung innerhalb des Designkatalogs, um einfach etwas ganz anderes auszuprobieren, sowohl ästhetisch als auch funktionell. Die Nomad ist mit 24 SCU ein solider Frachtflieger. Man kann mit Frachttransporten ein ziemlich anständiges Stück Kleingeld verdienen und hat nicht das Gefühl, seine Zeit zu verschwenden. Und die Nomad ist durchaus in der Lage zu kämpfen. Gegen ein dediziertes Kampfschiff hat sie natürlich keine Schnitte, aber sie weiß sich definitiv zu wehren. In dem Moment, in dem man auf das Schiff zugeht, fällt einem sofort auf, wie sehr es dem Xi'an Hoverbike ähnelt. Und ihr werdet bemerken, dass sie nie den Boden berührt, sondern immer schwebt, was super cool und super einzigartig ist. Dann ist da diese Luke an der Seite, an der sich die hier zu sehende vollbewegliche Leiter befindet, die einfach irgendwie herausspringt und sich mit Bewegungen präsentiert, die sich ein wenig organisch anfühlen. Es ist also eine Art Kontrast, das wie gemeißelt wirkende Schiff im Gegensatz zu den super glatt und geschmeidig ablaufenden Bewegungen. Die Nomad verfügt über 3 Hardpoints der Größe 3 für Waffen. Die sind alle kardanisch aufgehängt mit Laser-Repeatern ausgestattet. Weiterhin hat sie 4 Raketen der Größe 2 an jedem Flügel, also insgesamt 8 Raketen der Größe 2 mit spezifischen Racks. Natürlich verfügt sie über Raketenabwehrmaßnahmen und hinsichtlich Schub und Agilität besitzt sie neben 2 Hauptschubdüsen, 2 Retro-Thruster, also 2 Umkehrschubdüsen und 12 Manövrierschubdüsen. Wenn später das Tractor-Beam-Gameplay online geht, wird die Nomad mit einem Standard-Beam ausgestattet sein, mit dem man in der Lage sein wird, Fracht in seinen Laderaum reinzuziehen. Sobald man in das Schiff hineinklettert, wird man links und rechts von den Waffen-Racks flankiert. Mittels denen kann man 2 Gewehre mitführen, eines auf jeder Seite, und damit man sie nicht übersieht, sind die Racks in ein wirklich krasses Rot getaucht. Und das führt einen in das sogenannte Foyer. Ein paar Stufen tiefer betritt man dann einen Abschnitt, über den man über die Ladefläche hinaus nach draußen gucken kann. Hier befindet sich der Zugang zum Energiegenerator und man hat auch Zugang zu einem Verschlag, in dem man alles Mögliche aufbewahren kann. Und natürlich gibt es eine Toilette. Sobald man das erste Shot passiert hat, gelangt man in den kleinen Wohnbereich. Hier kann man ein Nickerchen machen, Fernsehen, kochen und es gibt sogar eine Art Ottomane, die aus und unter die Arbeitsplatte gleitet. Wenn das Möbel nicht benutzt wird, hat man so viel mehr Platz in diesem Bereich und wenn es benutzt wird, fährt es heraus, man hüpft drüber, nimmt Platz, zieht sich etwas aus der Mikrowelle und isst oder
was man auch gerade so machen möchte. Und zuletzt gelangt man vorne in das Cockpit. Einmal Platz genommen, hat man eine ziemlich gute Sicht von diesem Schiff aus. Klar gibt es einige Streben. Die sind dafür gedacht, das Glas zusammenzuhalten, stören aber nicht, tragen dabei zudem noch zu dem gemeißelt wirkenden Aussehen bei. Das wirklich Coole aber ist dieses Armaturenbrett hier, das in einer Art Halbkreis um den Piloten gebaut ist und ein einziges riesiges Display ist. Es gibt also überhaupt keine physischen Knöpfe auf diesem Armaturenbrett. Außerdem haben wir eine riesige Glasscheibe vor uns, auf der sich das HUD, das Head-Up-Display und all die anderen Anzeigen wiederfinden, was wirklich cool ist. Overall, I think it's a great ship. This is something you probably want to really look. Insgesamt hält CIG die Nomad für ein großartiges Schiff. Eines, das wir Spieler uns wirklich mal anschauen sollten, wird in diesem Teil abschließend erklärt. Weiter geht's zur Entwicklung der Intergalactic Aerospace Expo, dieses Jahr in New Babbage. Und das ist die Expo, auf der CIG die neuesten und besten Schiffe und Waffenrüstungen und alle Ausrüstungen zeigt, die es für das Spiel gibt oder geben wird. Hier wird das alles gezeigt und vorgestellt. CIG möchte, dass die Spieler das Gefühl haben, dass es sich um ein Ereignis im Jahr 2950 handelt. Ich bin ein Spieler im Spiel, der sich ein Expo-Messe-Ereignis vor Ort ansieht und nicht etwas, das mich aus der Immersion rauswirft. CIG hat den Vorteil, dass sie solch ein Event nicht zum ersten Mal durchführen, sondern von den vergangenen Jahren lernen können. So können sie auch Dinge ausprobieren, die sie noch nicht gemacht haben oder nicht daran gedacht hatten. Aus diesem Grund tauschen sie jedes Jahr die Artists aus, die daran arbeiten, sodass die Expo jedes Jahr wieder etwas Einzigartiges wird, frisch und interessant bleibt. Lediglich die Projektleitung bleibt gleich und sorgt für einen gewissen Grad an Durchgängigkeit über die Jahre hinweg. Würde man das Team beibehalten, würde sich das Expo-Erlebnis schnell abnutzen. So versucht CIG zu lernen, innovativ zu sein und sich jedes Jahr zu verbessern, wobei dennoch stets die Frage im Raum steht, wie solch eine Convention im wirklichen, im realen Leben aussieht. Für die Expo hat CIG wieder ein modulares System entwickelt. Da gibt es zum einen die großen Haupthallen, versehen mit einem Eye-Catcher, einem großen Schiff in der Mitte, flankiert von kleineren Schiffen. Das sind sozusagen die Augenöffner, wenn man solch eine Messehalle betritt. Dazu gibt es Nebenbereiche und Gänge, die alles miteinander verbinden. Die Expo auf Microtech hatte in diesem Jahr einen großen gestalterischen Schwerpunkt auf der Architektur, eben weil sie in New Babbage stattfindet. Es ist nicht utilitaristisch wie Area 18 oder Lorville. In diesem Jahr setzt CIG einen super minimalistischen Vibe. Das bringt seine eigenen Herausforderungen mit sich, denn je weniger Details man in seiner Umgebung hat, desto mehr wird jeder Fehler auffallen. Wenn man sich Microtech mit all seinen nüchternen Linien und Farben ansieht, dann erkennt man, dass das hier kein Bereich harter, körperlich anstrengender Arbeit ist. Es ist anders, es ist sauberer, es ist nüchtern bis minimal und alles ist darauf ausgerichtet, die Schiffe wirklich zur Geltung zu bringen. Um all das den Spielern zu vermitteln, muss man sich um eine Menge Materialien kümmern. Wie fühlt sich der Beton an? Wie fühlt sich der Stein an? Wie und wo verläuft die visuelle Linienführung? CIG muss sicherstellen, dass jede Ecke so perfekt ist, wie sie es bis zum Start der IAE hinbekommen. Sie müssen sicherstellen, dass es eine Balance gibt zwischen den Herstellern. Und einige Hersteller haben viele, viele Schiffe. Jeden Tag gibt es herstellerspezifische Räume und worauf CIG dabei noch geachtet hat, ist die flexible Gestaltung der Räume. Make it more flexible in terms of these rooms. And we like to sell it as if it's realistic. So there's a lot of in-law things going on with the house. CIG möchte uns die Veranstaltung gerne so verkaufen, als ob sie real wäre. Es gibt Banner und Poster und Informationsbildschirme und alles in einer Form, dass wir nicht aus der Immersion, dem Mittendrin-Gefühl herausgerissen werden, damit wir die Schönheit des Designs, der Raumarchitektur und die Ausstellung der Raumschiffe genießen können, es zu würdigen wissen und Freude daran haben, herumzulaufen und uns alles anzugucken. Das war's mit dem Inside Star Citizen für diese Woche und weiter geht's zum Alpha 3.11 Postmortem, der Analyse der Erstellung der Inhalte für den Patch Alpha 3.11 und der Kritik darüber, was gut gelaufen ist und was man hätte besser machen können.
Am 8. Oktober 2020 brachten wir Alpha 3.11 live, wird hier geschrieben, das eine Reihe neuer Funktionen und Änderungen einführte, darunter Frachtdecks, Force Reactions und die erste Stufe der schrittweisen Abschaffung der Waffenstillstandszonen. Es folgt eine Detailanalyse von den leitenden Entwicklern selbst, die im Einzelnen darlegt, was sie über die gelieferten Inhalte denken und wie die Veröffentlichung gelaufen ist. Und starten tut John Crew, Vehicle Director, mit seinem Vehicle Team, also dem Team für die Schiffe und Fahrzeuge. Der Bereich Vehicles war mit Alpha 3.11 vergleichsweise kleinen Herausforderungen konfrontiert, insbesondere im Vergleich zu Alpha 3.10. Aber was wir geliefert haben, hatte hoffentlich einen großen Einfluss auf das Spielerlebnis. Das Vehicle Content Team lieferte die Origin 100 Serie in Alpha 3.11, bestehend aus den Modellen 100i, 125a und 135c. Die 100er Serie fügt dem Spiel ein alternatives Starterschiff sowie einen leichten Jäger und einen leichten Transporter hinzu. Das sind fantastische kleine Schiffe für neue Citizens, die damit ihre Reise in das Spieluniversum beginnen können. Und sie bieten eine Möglichkeit, eine Vielzahl von Missionen zu bewältigen und die Weiten des Verse zu erkunden. Das Gameplay mit Raketen und Gegenmaßnahmen durchlief im Laufe der Jahre verschiedene Entwicklungsstadien und weder auf der Seite der Angreifer noch auf der Seite der Verteidiger funktionierte es wirklich gut. Unser Ziel ist es, dies mit dem Missile Operator Modus endgültig zu beheben, aber bis das erreicht ist, haben wir uns entschieden, die Zeit damit zu verbringen, Korrekturen und Iterationen im Gameplay zu implementieren, um einen Vorgeschmack darauf zu geben, was diese Funktion leisten wird. Die Hauptprobleme mit den Raketen vor Alpha 3.11 waren die folgenden. Erstens, Gegenmaßnahmen wirkten nur auf IR-Raketen, also die Flares, und die EM-Raketen, CHEF. Zweitens funktionierten dabei nur die Flares wirklich zeitweise und stark serverabhängig. Drittens, es gab keine Gegenmaßnahmen gegen Cross-Signature-Raketen. Viertens, das Abfeuern von Raketen war extrem einfach, die Verteidigung gegen Raketen war extrem hart. Zunächst untersuchten wir, warum nur Flares funktionierten und CHEF nicht. Das Problem war eine Kombination aus fehlerhaften Setup-Daten bei einigen Schiffen, fehlerhaften Daten bei einigen Gegenmaßnahmen und Raketen und einer redundanten Umgehungslösung, die ursprünglich für einen bestimmten Squadron 42-Level erstellt worden war und dann im gesamten Spiel zum Einsatz kam. Nachdem wir diese Probleme behoben hatten, erkannten wir, dass das Signatursystem zwei verschiedene Möglichkeiten hat, Signale zu modifizieren. Entweder ein starkes Signal zu erzeugen oder alle umliegenden Signale zu dämpfen. Wir beschlossen, uns diesen Umstand zu eigen zu machen, anstatt von den Piloten zu verlangen, Hau den Maulwurf zu spielen, indem sie die richtige Gegenmaßnahme für den richtigen Raketentyp wählen, während sie unter dem Stress stehen, vor dem Einschlag einige Sekunden Zeit für diese Entscheidung zu haben. Vor diesem Hintergrund haben wir einige Spieltests mit den folgenden Änderungen durchgeführt. Flares würden auf alle Raketentypen wirken. CHEF würden wir in ein Störfeld verwandeln, das alle Signaturen um das Feld herum dämpft. Schon die ersten Gameplay-Tests haben bewiesen, dass dies eine viel ansprechendere Art der Raketenabwehr ist. Wir machten also weiter und aktualisierten die HUD-Elemente des Raketenwarnsystems, fügten erneut ein Widget für Gegenmaßnahmen hinzu und aktualisierten die Tastaturbelegungen, um einen direkten Start für jeden Gegenmaßnahmentyp zu ermöglichen. Die UI- und VFX-Teams sprangen dann ein und verschönerten alles, ersetzten die Effekte und behoben auch einige Fehler im Zusammenhang mit den VFX, mit den visuellen Effekten, zum Beispiel, dass Gegenmaßnahmen im PU unsichtbar waren. Eine zukünftige Ergänzung, die wir nicht rechtzeitig vor Alpha 3.11 vornehmen konnten, war die Änderungen der Namen von Flares und CHEF. Beide Namen sind in Flugsimulations-Communities sehr gebräuchlich, aber wir wollen sie dennoch umbenennen, um deutlich zu machen, dass Star Citizen unterschiedliche Konzepte für die Raketenabwehr verwendet. Dazu mussten wir neue Voice-Over-Texte aufnehmen, um die Stimmen der Schiffscomputer zu aktualisieren. Weitere Punkte sind: Jedes Raumschiff darf immer nur 4 Ziele gleichzeitig aufschalten. Pro Raketenrack kann immer nur eine Rakete gleichzeitig starten. Jeweils nur ein Raketentyp kann gleichzeitig abgefeuert werden. Und Raketen verlieren die Zielaufschaltung außerhalb ihres Zielkorridors.
Sobald wir diese Maßnahmen eingeführt hatten, verbesserte sich bei ersten Tests die Spielerfahrung mit Raketen erheblich. Das Spamming von Raketen wurde erheblich reduziert und das Geschehen verlagerte sich in Richtung der Schiffe, die nun einander im Gefecht sehr nahe kamen. Aber Raketen in Entfernungen abfeuerten, in denen der Verteidiger vor dem Einschlag nicht einmal eine Raketenwarnung erhielt. Als Ergebnis dieser unerwünschten Änderung führten wir minimale und maximale Zielreichweiten ein. Dadurch wurde die Reichweite der Raketen deutlich verlängert, sodass sich raketenfokussierte Schiffe wie vorgesehen am Rand des Gefechts positionieren konnten, während die Kampfjäger sich direkt in das Kampfgeschehen begaben. Das ermöglichte es uns auch, den Aufschaltwinkel kleinerer Raketen zu vergrößern, sodass auch Schiffe wie die Constellation, die die Raketen nicht nach vorn, sondern leicht außerhalb des Winkels abfeuern, wieder Raketen einsetzen konnten. Viele dieser Änderungen, vor allem an den Raketen, sind vorübergehend, um ein besseres Erlebnis zu ermöglichen, bis der Missile Operator Modus bereit ist, der das Verhalten wieder ändern und/oder bestimmte Aspekte entfernen wird, wenn dieser Modus implementiert ist. Das übergeordnete Ziel, das wir mit dem Raketen-Gameplay-Loop erreichen wollen, besteht darin, sowohl den Einsatz von Raketen als auch die Verteidigung gegen Raketen tiefer und lohnender zu gestalten, mit einem eigenen Slot in der Kampfumgebung. Raketen sollen keine Alternative zu Geschützen, sondern taktische Waffen sein. Und der Einsatz von Raketen sollte eine bewusste Entscheidung mit Konsequenzen sein. Aus dem gleichen Grund wollen wir auch speziellen Raketenbooten wie der Talon Shrike oder der Freelancer Miss einen Vorteil verschaffen, wenn es um den Einsatz von Geschützen geht. Diese Schiffe werden sich im offensiven Raketenspiel auszeichnen, wo sie in anderen Kategorien offensichtliche Nachteile haben. Daher wird es in den nächsten paar Veröffentlichungen mehr Iterationen zum Gegenmaßnahmen und Raketengameplay geben. Im Moment sind wir jedoch sehr froh, dass die Erfahrung mit den Raketen die Frustration früherer Versionen abgelöst hat. Weiter geht's mit Marco Corbetta, Vice President for Technology. Dementsprechend geht es jetzt um die Technologie und es geht los mit dem Canvas Decal System. Vorweg, Decals sind Materialien, die auf bestehende Oberflächen projiziert werden. Sie können vom Level-Designer über bestehenden Texturen platziert werden und werden von der Spielengine im Regelfall zum Beispiel für Geschosseinschläge und Blut, aber auch für andere Designeffekte verwendet, wie zum Beispiel individuelle Grafiken auf Schiffen, wie der Super Hornet Heartseeker. Marco schreibt, für Alpha 3.11 lieferte das Grafikteam die zugrunde liegende Rendering-Technologie, um das Canvas Decal-System zu unterstützen, das das Building Blocks-System nutzt, um Decal-Texturen im laufenden Spiel zu platzieren. Diese Decals können für die Beschilderung verwendet werden, auf Kleidung und auch, wie erwähnt, auf Raumschiffen. Der Vorteil der Erzeugung der Decals während der Spiellaufzeit besteht darin, dass wir Spieldaten wie den Namen des Spielers verwenden oder sogar den Inhalt in die Sprache übersetzen lassen können, in der das Spiel gespielt wird. Um dieses Feature für eine breitere Verwendung im PU skalierbar zu machen, ist das System eng mit dem Textur-Streaming-System gekoppelt, das die dynamischen Texturen mit derselben Logik wie Standardtexturen eingespeist werden, was sicherstellt, dass wir immer ein festes Speicherbudget haben. Diese Streaming-Logik stellt sicher, dass wir denselben Funktionssatz automatisch auf Rechnern mit niedrigerer Spezifikation ausführen können, indem sie die Texturauflösungen im laufenden Betrieb je nach Auslastung verteilt, ermöglicht es uns aber auch, die Texturauflösung auf leistungsstärkeren Rechnern so hoch wie möglich zu ziehen. Die Integration der Canvas Decals in das Texturstreaming führte zu mehreren Abstürzen im PTU, die sehr schwer aufzuspüren waren und deren Behebung viel Zeit in Anspruch nahm. Aus diesem Grund haben wir eine Dokumentation geschrieben, die zukünftigen Programmierern helfen soll, die Komplexität des Textur-Streaming-Systems zu verstehen, was besonders wichtig sein wird, da wir planen, den Programmcode so umzuschreiben und zu generalisieren, zu verallgemeinern, dass er auch für das Mesh-Streaming verwendet werden kann. Auf dem Gebiet der Planetentechnologie haben wir mehrere Funktionen hinzugefügt, darunter auch Verbesserungen der Planetenwerkzeuge. Dazu gehören neue Painting Brushes, Malpinsel,
eine überarbeitete Benutzeroberfläche und zusammengeführte Bodenschicht- und Objektvoreinstellungen, die Design und Gestaltung von Planeten noch schneller machen. Mit den neuen Planetenwerkzeugen ging das Environment Art Team alle Planeten und Monde im Stanton-System durch und erstellte Vorgaben für die Bodenfläche und Objekte neu. Dadurch sind wir auch für die Zukunft gerüstet und können die Vorteile neuer Technologien an bestehenden Standorten nutzen. Auf Objektbasis sind wir nun in der Lage, Hardware Tessellation Displacement auf der über das Gelände verteilten Geologie zu unterstützen, um allem ein detaillierteres und organischeres Aussehen zu verleihen. Tessellierung hatte ich gerade in einem ausführlichen Exkurs vor rund 4 Wochen erklärt. Ihr erinnert euch vielleicht an die Mosaikierung eines Meshes, eines Polygonnetzes, die immer weitere, immer feinere Unterteilung der Polygone eines Meshes, die entsprechend zu detaillierteren Objektdarstellungen führt. Die Displacement Map ist eine Weiterentwicklung der Bump Map. Häufig wird in der Darstellung von Computerspielen getrickst, um Ressourcen zu schonen und Spiele auch auf weniger leistungsfähigen Computern lauffähig zu halten. So wirkt eine Oberfläche dreidimensional, ist im Grunde aber eine flache Textur. Mit Displacement Mapping können echte Verformungen erzeugt werden, zum Beispiel für Gesichter oder Geländeoberflächen. Um hier eine durchgängige, glaubhafte Optik zu erhalten, muss das Mesh aber sehr fein tesselliert werden, was wiederum viel Rechenleistung kostet, weshalb bei frühen Versuchen Probleme wie Texturnähte und Artefakte auftraten und Displacement Mapping erst in jüngerer Zeit immer mehr Verbreitung in Computerspielen findet, da inzwischen die Grafikprozessoren leistungsfähig genug sind. Und diese Technologie wird nun auch bei der Gestaltung von Oberflächen, Monden, Planeten in Star Citizen eingesetzt. Es gab auch mehrere Verbesserungen im Zusammenhang mit Ozeanen und Wasser, einschließlich Bedeckung auf Wasseroberflächen durch sozusagen schwimmende Objekte und Texturen, die in Zukunft weiter ausgebaut werden, da während dieses Freigabezyklus nicht genügend Zeit zur Verfügung stand, um größere schwimmende Objekte einzuführen. In den vergangenen Monaten wurde viel Zeit für die weitere Erforschung und Entwicklung der Atmosphäre und des Wolkenrenderers, einschließlich des einheitlichen Raymarchers für die Planetenatmosphäre, aufgewendet. Wir werden auf weitere Einzelheiten eingehen, sobald dieses System verfügbar ist, wird hier geschrieben. Vorerst, sagen wir einfach, haben wir an verschiedenen Algorithmen gearbeitet, um das Raymarching bei einer Auflösung zu ermöglichen, die niedriger als die Bildschirmauflösung ist, und durch Denoise und Upsampling der Ergebnisse die Leistung dieser kostspieligen Raymarching-Vorgänge zu verbessern. Diese werden mit Reprojektionstechniken und der Bündelung von Raymarching-Anfragen für Pixel, die bei jedem Bild aktualisiert werden sollen, kombiniert, um ein spielbares Ergebnis zu erhalten. Darüber hinaus unterstützt unsere bestehende Multiscatter-Lösung jetzt eine wesentlich höhere Anzahl von Streuordnungen, was für sehr dichte Atmosphären wichtig sein wird. Übrigens befinden wir uns jetzt in den allerersten Tagen des volumetrischen Wolkenrenderings. Fast als Nebenprodukt dieser Arbeit haben wir verschiedene Verbesserungen an der bestehenden Technologie der Atmosphärenwiedergabe vorgenommen. In erster Linie wurden mehrere seit langem bestehende Artefakte wie das Falschfarben-Rendering in der Dämmerung in der Nähe der Oberseite der Atmosphäre zusammen mit sehr markanten Halos um die Silhouette der dunklen Seite eines Planeten behandelt. Wer sich jetzt über den Begriff Falschfarben wundert, Falschfarbenkomposite ermöglichen es, die Wellenlängen sichtbar zu machen, die das menschliche Auge nicht sieht, also nahe dem Infrarotbereich. Falschfarben oder Pseudo-Farbwiedergaben helfen so bei der Bewertung gerenderter Räume in Computerspielen. Und auch der Weltraum in Star Citizen ist ja letzten Endes nur ein Raum, wenn auch ein großer Raum. Diese Renderings geben einen schnellen Überblick über die Lichtverteilung im Raum, indem sie auf einer Beleuchtungsstärke- oder Leuchtdichte-Skala abgestuft und in verschiedenen Farben oder Grautönen dargestellt werden. Und mit diesem Verfahren misst bzw. berechnet CIG die Farbwerte, zum Beispiel bei Sonnenauf- und Untergängen, wie zuvor beschrieben. Bei der Generierung von Lookup-Tabellen wird jetzt eine besser geeignete Methode verwendet, um Testorte für die numerische Integration über Halbsphären zu generieren. Dies und andere Verbesserungen der numerischen Präzision führen zu genaueren Ergebnissen in diesen Tabellen bei reduziertem Berechnungsaufwand. Lookup-Tabellen hatten wir auch vor gut 8 Wochen, aber hier nochmal kurz wiederholt. Es handelt sich um einen Vorgang,
um ein vorbestimmtes Feld von Zahlen zu beschreiben, die eine Abkürzung für eine bestimmte Berechnung bieten. Im Zusammenhang mit der Farbkorrektur wandelt eine Lookup-Tabelle die Farbeingangswerte, zum Beispiel der Kamera, in ihre gewünschten Ausgangswerte, das endgültige Bildmaterial, um. Sprich, wann immer ihr die Farbwerte eines Bildes oder Videos ändert, zum Beispiel um Wasser blauer aussehen zu lassen, Gras grüner oder auch für traurige Szenen, wo die Farben reduziert werden sollen, dann verwenden Programme dafür Lookup-Tabellen. Und hier hat man offensichtlich eine Methode gefunden, die Verwendung und Berechnung dieser Tabellen effizienter, schneller und mit weniger Berechnungsaufwand zu gestalten. Doch damit nicht genug, wird hier weitergeschrieben. Wir haben noch weitere visuelle Verbesserungen implementiert, die ihr hoffentlich bald genießen könnt. Eine davon ist die Auswertung, wie viel von der Sonnenscheibe sichtbar ist, wenn man berechnet, wie viel Sonnenlicht den Punkt X in der Atmosphäre erreicht. Diese Bewertung ist vollständig in das gesamte Atmosphärenbeleuchtungssystem integriert und wirkt sich auf die direkte und indirekte Beleuchtung aus. Darüber hinaus haben wir die Unterstützung für eine Absorptionsschicht hinzugefügt. Damit können wir unter anderem erdähnlichen Planeten eine Ozonschicht hinzufügen, die die Bläue des Himmels hervorhebt und eine bessere Abschattung in der Dämmerung ermöglicht, womit also die Gelbstichigkeit entfernt wird. Wir beziehen jetzt auch Radiometriedaten der extraterrestrischen Sonne ein, wenn wir die Lichtsimulation durchführen, anstatt von einer rein weißen Lichtquelle auszugehen, sowie eine ungefähre Umrechnung von spektraler Strahldichte, das Ergebnis der Atmosphärenbeleuchtungssimulation, in Leuchtdichte, die im traditionellen Sinne zur Beleuchtung der Szene verwendet wird. Schließlich haben wir die Auswertung der von Punkten außerhalb der Planetenatmosphäre empfangenen Sonnenstrahldichte verbessert. Sie wirft nun Dämmerungslicht aufgrund atmosphärischer Streuung und des Aufpralls des Winkelradius der Sonne auf Objekte in der Halbschattenregion eines Planeten. Dies sollte Großkampfschiffen oder Monden, die den Planeten umkreisen, eine nette Note verleihen. Es wurden mehrere Verbesserungen an der Engine vorgenommen. Wir haben unsere Compiler-Toolchain auf VS 2019 aktualisiert, was schnellere Kompilier- und Linkzeiten ermöglicht. Außerdem haben wir Unterstützung für den Intel SPMD Program Compiler hinzugefügt. Dies wird es uns ermöglichen, zielgerichteten SSE-optimierten Code für Hochleistungs-CPU-Compute-Jobs zu schreiben und die CPU-Fähigkeiten auf jeder einzelnen Maschine, auf die der Code läuft, voll auszunutzen. Mehrere Code-Pfade in der Physik, die 3D-Engine und das Zonensystem werden derzeit portiert. Und wir haben noch eine weitere Kompilieroptimierung für euch auf Lager. Die Unterstützung der AVX-Code-Generierung für Clients war zuvor aktiviert worden und sollte in der kommenden Version Alpha 3.12 live gehen. Was die Speicherauslastung von Server und Client betrifft, so haben wir viel Zeit damit verbracht, unsere Tracking-Tools weiter zu verfeinern, um sicherzustellen, dass wir eine gute Übersicht darüber haben, wo wir Speicher verbrauchen. Wir sind jetzt auch in der Lage, die Speichernutzung in Bibliotheken von Drittanbietern ordnungsgemäß zu verfolgen, die uns entweder nicht erlauben, die Speicherzuweisung durch unser System umzuleiten oder die noch nicht aktualisiert wurden, um dies zu tun. Wir planen nach wie vor, die Sichtbarkeit der clientseitigen Videospeicherzuweisungen auf der Treiberebene etwas zu verbessern. Als Ergebnis dieser Verbesserungen, der laufenden Untersuchungen und der Nachverfolgung wurden einige kritische Speicherlecks zur Freigabe behoben. Während der gesamten Produktion von Alpha 3.11 konzentrierte sich das Core Engine Team hauptsächlich auf Funktionen für spätere Versionen wie den Gen 12 Renderer. Es wurde jedoch ein sehr großer Fehler behoben, der dazu führte, dass alle unsere Objekte auf Clients viel früher als geplant entladen wurden. Objekte auf Clients sollten nun über deutlich größere Entfernungen gestreamt bleiben. Für die Audiotechnik haben wir die WISE-Version auf 2019.2.4 aktualisiert, wodurch mehrere Probleme behoben wurden. Als Teil dieser Bemühungen überarbeiteten wir die Speicherverwaltung innerhalb des Audiosystems, indem wir von einer Gruppe von Speicherpools zu einem einzigen Pool übergingen. Dadurch können wir mit den vielen verschiedenen Situationen in Star Citizen leichter umgehen, indem wir Speicher dort zuweisen, wo er benötigt wird, wenn er benötigt wird. Wir haben viel Zeit damit verbracht, die benötigten Systemressourcen für Sprache im Spiel zu überdenken, um das Gesamterlebnis zu verbessern und den Spielern zu ermöglichen, mehr vom Spielgeschehen zu hören.
Die Unterstützung für Waffenfeuer, insbesondere auf große Entfernungen, wurde verbessert und mehrere Probleme mit der Audio-Feuerrate und der Waffenlautstärke wurden behoben. In diesem Quartal hat das UI-Tech-Team an einem System namens Canvas Slicer gearbeitet. Dabei handelt es sich um ein Untersystem von Building Blocks, das es den UI-Designern ermöglicht, Scheiben, Layer der 2D-UI im dreidimensionalen Raum zu platzieren. Wenn wir eine 2D-Benutzeroberfläche zeichnen, wird diese normalerweise zu einer Textur gerendert und dann wird diese Textur auf eine Geometrie aufgebracht, wie zum Beispiel ein Monitorpanel oder ein Datenpad. Mit dem Canvas-Slicer erstellen wir die Geometrie nun an einer beliebigen Position im dreidimensionalen Raum während des Spiels und zeichnen die 2D-Benutzeroberfläche direkt darauf. Das bedeutet, dass wir in der Lage sein werden, interessante UI-Layer zu erzeugen, wie zum Beispiel holographische Schiffs-, HUDs- und Helmdisplays. Zuletzt haben wir auch damit begonnen, unser Tooltip-System für Building Blocks zu entwerfen. Oberflächlich betrachtet sah dies nach einem einfach zu implementierenden System aus, aber die Anforderungen, die an ein super flexibles System gestellt werden, haben dazu geführt, dass wir über eine ganze Menge nachdenken müssen, bevor wir mit der Implementierung beginnen. Weiter geht es mit Richard Tyra, Director für Core Gameplay, für das Kerngameplay. Externes Inventar ist die erste Iteration unserer Grid-basierten Inventarschnittstelle, die es den Spielern ermöglicht, ihre FPS-Gegenstände zwischen Rucksack, Brust- und Beintaschen zu verwalten. Wie der Name schon sagt, ermöglicht das externe Inventar den Spielern auch die direkte Interaktion mit anderen Lagerbehältern in der Spielwelt und das Ziehen und Ablegen von Gegenständen zwischen ihnen. In Alpha 3.11 ist dies nur für das Greycat Rock Lagerfach aktiviert, damit die Spieler ihre FPS Mineables verwalten können. Aber in Zukunft und sobald wir eine echte Lagerung von Gegenständen, unterstützt durch iCache, realisiert haben, wird dies den Spielern die Lagerung von Gegenständen in Fächern, Kisten und anderen solcher externen Behältern ermöglichen. Auf den ersten Blick mag eine neue Inventar-Benutzeroberfläche und die Möglichkeit, Gegenstände per Drag and Drop zwischen Lagerbehältern zu verschieben, einfach klingen, aber wir mussten einige kreative und technische Herausforderungen meistern. Die wichtigsten kreativen Herausforderungen drehten sich darum, eine Oberfläche zu haben, die sich taktil und zugänglich anfühlt, ohne sich einfach wie eine Standard-2D-Oberfläche anzufühlen, die man in den meisten Role-Playing-Games sieht. Das lag nicht daran, dass diese Inventare schlecht sind. Vielmehr wollten wir nicht, dass die Spieler bei der Gegenstandsverwaltung Inventar-Tetris spielen. Wir wollten, dass die Spieler Gegenstände frei zwischen den Lagerbehältern bewegen können, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, wo sie den Gegenstand fallen lassen oder ob ein anderer Gegenstand im Weg ist. Die erste Iteration konnten wir mit unserer Building Blocks Technologie erreichen, bei der die Gegenstände als Liste und nicht als 2D-Raster gespeichert werden. Das bedeutet, dass sich die Objekte beim Ziehen zwischen den Containern fließend um ihren Cursor bewegen. Wir wollen das Gesamtgefühl noch weiter verbessern, aber das Team ist mit dem ersten Arbeitsergebnis zufrieden. Building Blocks ermöglichte es uns zwar, die kreativen Aspekte des Designs umzusetzen, stellte aber auch die größte technische Herausforderung dar. Da sich die Technologie noch in der Entwicklung befindet, bedeutet dies, dass sie nicht immer die Dinge unterstützt, die man braucht, um eine Funktion zu liefern. Im Fall vom External Inventory, vom externen Inventar, wollten wir, dass sich die Benutzeroberfläche auch dann diegetisch und dreidimensional anfühlt, wenn sie es nicht ist. Das bedeutete, dass wir wollten, dass alle Symbole holographisch sind. Leider konnten unsere 3D-Symbole nur einen begrenzten Shader unterstützen, was bedeutete, dass wir viele materielle Details der angezeigten Objekte verloren haben. Zu diesem Zeitpunkt hätten wir die Funktion zeitlich nach hinten verschieben, verlegen können, aber das Team und ich hielten es für wichtig, dass wir live gehen und so viel Feedback wie möglich bis zur Einführung des physischen Inventars erhalten. Wir werden diesen Shader in einem kommenden Patch definitiv weiterentwickeln. Im Kern ist Force Reactions ein System, das entwickelt wurde, um zu simulieren, was eine Figur tun würde, wenn sie von einer Kraft getroffen würde. Es kann in drei Stufen von Aufprallen unterteilt werden. Geringer Aufprall, Zucken und Beugen. Mittlere Auswirkungen, Taumeln und Schwanken. Hohe Wirkung, Knockdowns, also umfallen.
In Alpha 3.10 lieferten wir die erste Iteration von Reaktionen mit geringen Auswirkungen auf die prozeduralen Zuckungen beim FPS-Kampf und Schräglage bei anhaltendem Wind. In Alpha 3.11 fügten wir mehr von den Zuckungen dem Gefühl hinzu mit zusätzlichen Kamera- und Waffenreaktionen und unserer ersten Iteration von Knockdowns mit der Absicht, dass später Taumelbewegungen hinzugefügt werden sollen. Die größte Herausforderung für dieses System bestand darin, dass es wirklich systemisch sein musste, da die Kräfte nicht nur von Kugeln, sondern auch von vielen verschiedenen Merkmalen ausgelöst werden können. Zu diesem Zweck haben wir die Force Reactions in drei Hauptkategorien eingeteilt. Direkte Kräfte, alles, was den Charakter physisch beeinflusst, wie eine Kiste, die ihn trifft, oder eine Kugel. Indirekte Kräfte, wenn euer Schiff gerammt wird oder ihr von einer Windböe erfasst werdet. Durchgängige Kräfte, eine anhaltende Kraft wie die G-Kraft oder Wind, ein Sturm. Dies bedeutete, dass wir verschiedene Kräfte mit unterschiedlichen Maßstäben aufteilen und es den Designern ermöglichen konnten, die Reaktion des Charakters entsprechend auszubalancieren, da die Kräfte des Einschlags einer Kugel im Vergleich zur Beschleunigung eines Schiffes im Raum auf 1000 Meter pro Sekunde sehr unterschiedlich sind. Zwar nehmen die Reaktionen bei geringen Aufprallkräften den Spielern nicht die Kontrolle über ihren Avatar, aber wir waren uns der Tatsache sehr wohl bewusst, dass dies bei einem Knockdown der Fall wäre. Wir haben viel Zeit darauf verwendet, sicherzustellen, dass die Knockdown-Animation sehr reaktiv auf die Spielersteuerung reagiert, sobald euer Charakter auf den Boden aufschlägt. Wir implementierten auch ein fähigkeitsbasiertes System, das bedeutete, dass man, wenn man versuchte, ADS auszulösen, bevor man den Boden berührte, eine schnellere Erholungsanimation auslöste, was dazu führt, dass man schneller wieder ins Geschehen einsteigen kann. Force Reactions in Alpha 3.11 war unsere zweite Iteration und wird keineswegs die letzte sein. Wir arbeiten aktiv an Reaktionen mit mittlerer Wirkung und werden das Balancing in Zukunft ständig überprüfen und optimieren, insbesondere im FPS-Kampf. Werfen Tier 1, also die erste Version des neuen Wurfsystems. Das Werfen von Granaten oder anderen Gegenständen war schon immer ein wenig inkonsequent und ist umso enttäuschender, wenn man glaubt, man hätte die perfekte Gelegenheit für die Granate, dass sie dann nur wenige Meter vor dem eigenen Charakter landet. Das Erste, was wir mit Tier 1 erreichen wollten, war also, das Werfen wesentlich zuverlässiger zu gestalten, sodass das Objekt, das man wirft, sei es eine Granate oder ein anderes Objekt, dorthin gelangt, wo man es erwartet. Das zweitgrößte Ziel, das eine entscheidende Voraussetzung für das physische Inventar ist, bestand darin, dass das Wurfsystem mit dem Tragesystem interagieren kann. Wenn man in Alpha 3.10 eine Granate vom Boden aufhob und dann versuchte, sie zu werfen, gab es für den Spieler keine Möglichkeit, den Stift zu ziehen. Wenn man den Hotkey Granate werfen drückte, ließ der Avatar die Granate fallen und zog eine neue aus dem Anzug. Offensichtlich ist dies nicht das beabsichtigte Verhalten und war ein Hauptgrund dafür, dass wir das Werfen nicht direkt aus dem Anzug, sondern aus einem ausgerüsteten Zustand heraus, das heißt mit der Granate in der Hand, geändert haben. Dieses System wird es uns auch in Zukunft ermöglichen, Gadgets und weiterer solcher ähnlicher Spielobjekte zu liefern. Als Teil von Tier 1 haben wir auch einen UI-Wurfbogen hinzugefügt, der es ermöglicht, die Flugbahn der Granate zu sehen. Dies ist zwar derzeit für alle Helme aktiviert, wird aber später nur über dedizierte Kampfhelme sichtbar sein, wenn wir damit beginnen, verschiedene Rüstungsarchetypen im Verse zu definieren. Seitdem ich den Geschäftsbereich Waffen leite, haben wir versucht sicherzustellen, dass jede Waffe, die wir dem Spiel hinzufügen, einen einzigartigen Zweck oder Spielstil hat, der zu ihr passt. Gegenwärtig verfügen wir bereits über mehrere Schrotflinten live im Spiel, die aus nächster Nähe tödlich, aber darüber hinaus unwirksam sind. Da Behring ein Hersteller ist, den wir im Hinblick auf Schaden, Feuergeschwindigkeit und Präzision als Mitte der Straße identifiziert haben, sahen wir in der BR2 unsere erste Gelegenheit, die Reichweite für eine Schrotflinte zu vergrößern, um im Nahkampf für etwas mehr Schwung zu sorgen, ohne dass sie den Nahkampf dominiert. Während wir mit dem BR2 zufrieden waren, sind wir mit Schrotflinten als Gesamtklasse nicht unbedingt zufrieden, da sie kleinen Maschinengewehren unterlegen und Sturmgewehren überlegen sind. Wir werden alle Schrotflinten in einem kommenden Patch aktualisieren, um ihnen eine individuellere Identität zu verleihen.
Der Bering-Granatwerfer hingegen warf ganz andere Probleme auf. Eine 40-mm-Granate hat in der Realität einen Tötungsradius von etwa 5 Metern mit einem Verletzungsradius von etwa 15 Metern. Das sind große Zahlen, wenn man sich unsere Innenräume ansieht. Und wenn man bedenkt, dass man in kurzer Zeit mehrere davon abfeuern kann, mutiert der Granatwerfer zu einer äußerst mächtigen Waffe. Einerseits wollten wir eine Waffe liefern, die sich schwer anfühlt und dazu bestimmt ist, Zerstörung regnen zu lassen. Aber andererseits wollten wir das Gleichgewicht des FPS-Kampfes nicht massiv stören. Mit diesem Ziel haben wir dafür gesorgt, dass die Werte sowohl für den Tötungs- als auch den Verletzungsradius etwas geringer sind als bei einer realen Splittergranate. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich sagen, dass der Granatwerfer im aktuellen Spiel immer noch etwas zu stark ist. Der Hauptgrund dafür ist, dass die Spieler mit dem PMA Zugang zu einer unendlichen Menge an Munition haben, sodass wir wählen mussten, ob wir die Waffe wie beabsichtigt freigeben oder sie massiv nerfen wollten, bis das physische Inventar online ist. Als Team waren wir der Meinung, dass es besser ist, die Waffe erst freizugeben, wenn die Systeme physisches Inventar und physischer Schaden online sind. Denn mit Einführung des physischen Inventars müssen sich die Spieler zusätzlich überlegen, wie viel Platz sie der Munition zuweisen. Und der physische Schaden wird dazu führen, dass Waffen und Panzerung ihre Integrität verlieren, wenn sie getroffen werden. Das heißt, wenn jemand durch eine Explosion in die Luft gesprengt wird, wird ein großer Teil seiner Ausrüstung beschädigt, was den Gesamtwert senkt. Ich habe auch die Rückmeldung zur Arming Distance gesehen und daran werden wir arbeiten. Wenn ich auf all die Funktionen zurückblicke, die der Geschäftsbereich Core Gameplay für Alpha 3.11 geliefert hat, bin ich mit den Ergebnissen zufrieden. Das bedeutet jedoch nicht, dass alles gut gelaufen ist oder dass ich, wenn ich diese Zeit noch einmal hätte, alles genauso machen würde. Das Wichtigste, was sich meiner Meinung nach ändern würde, wäre die Art und Weise, wie wir die Force Reactions in den Schiffen umgesetzt haben. Anstatt sie wie alle anderen Kräfte im Spiel, Wind, Geschosse und so weiter, zu behandeln, was auf den ersten Blick Sinn macht, hätte ich sie speziell um den Gravitationsgenerator im Inneren der Schiffe herum entworfen. Gegenwärtig nehmen wir die Kraft, die auf das Schiff wirkt, und wenden sie dann über Filter je nach Kraft direkt auf den Avatar an, sodass dieser entsprechend reagiert. Stattdessen hätte ich lieber die Schwerkraft selbst auf die Kraft reagieren lassen, die dann den Avatar zu einer Reaktion veranlassen würde. Während es für den Avatar keinen Unterschied machen würde, denke ich, dass es eine sauberere Umsetzung gewesen wäre und das System in Zukunft leichter zu erweitern wäre. Zum Beispiel, wenn wir Elemente des Gravitationsgenerators hinzufügen und so weiter. In den letzten beiden Quartalen haben wir auch zwei Funktionen, Body Dragging und Knockdowns, geliefert, die von einer Ragdoll-basierten Berechnung wirklich profitiert hätten. Leider wird dieses Feature nicht von jemandem aus meinen Teams geliefert, sodass ich nicht unbedingt etwas daran hätte ändern können. Aber rückblickend hätte ich die Vorteile des Versuchs, dieses Feature voranzubringen, stärker in den Vordergrund gerückt. Das ist natürlich eine Herausforderung bei der Arbeit in einem 600-köpfigen Team, das über mehrere Kontinente verteilt ist und bei mehreren Projekten unterschiedliche Prioritäten hat. Jeder versucht, die bestmöglichen Funktionen, Inhalte, Techniken in höchstmöglicher Qualität zu liefern und manchmal stehen die Sterne nicht gerade günstig, wenn es um Prioritäten geht. In diesem Fall liegt es aufgrund mangelnder Kommunikation rein auf meinen Schultern. Als Entwickler kriegen wir es nicht immer richtig hin, wenn wir mitten im Geschehen sind, aber hoffentlich gibt uns das einen Einblick in unsere Prozesse und wie wir immer zu 100% dafür sorgen, dass wir versuchen, die besten Erfahrungen für euch zu schaffen. Weiter geht es mit Ian Leyland, dem Star Citizen Art Director. Und in diesem Zusammenhang die Environments, die Spielumgebungen. Mit der Veröffentlichung der Cargo-Decks, der Frachtdecks, konnten wir den nächsten Schritt zur Erhöhung der Komplexität unserer Raumstationen einleiten. Die Idee für die großen Stationen in der Nähe von Planeten ist, dass sie mehr als nur Raststätten sein sollen.
Sie sollen über eigene Einrichtungen verfügen, die für andere Services, wie zum Beispiel Fracht, bestimmt sind. Für den Außenbereich haben wir neue Zusatzkomponenten eingeführt, die die Infrastruktur und die großen Containerregale beschreiben, die die Kapazität des Standorts implizieren. Die im Moment rein visuell ist, in Zukunft möchten wir mehr interaktive Elemente einbauen. Im Inneren der Stationen wollten wir die Lauf- und Reisewege erweitern. Dazu führten wir die Idee einer Station mit einem Haupttransitnetz ein, das die verschiedenen Elemente der Station miteinander verbindet. Handelsdecks, Ladedecks und so weiter. Für das Innere des Frachtdecks wollten wir einige Elemente einbauen. Erstens wollten wir für den Hub-Bereich ein logistisches Erlebnis zum Thema Logistik für den Spieler beschreiben. Dazu gehört ein Teil eines Versandlagers, das in Zukunft als Sandbox für Missionsinhalte dienen wird. Für den Hauptbereich wollten wir einige wenige Elemente in einen größeren Shop integrieren. Jetzt haben wir den Frachtabgabe- und Abholschalter, der sich in einem kleinen Logistikbüro befindet, den Schiffsmietraum an der Seite und den Gilden- und Versorgungsbereich in der Ecke. Insgesamt bietet dies dem Spieler ein vielfältigeres Erlebnis, anstatt all diese Elemente in separate Bereiche zu trennen. In diesem Quartal konnten wir die Geschwindigkeit und Dynamik bei der Aktualisierung der Planeten und Monde im Stanton-System mit den neuesten Werkzeugen und Technologien, die wir für den Aufbau des Pyro-Systems verwenden, aufrechterhalten. Den Anfang bildete die Durchführung einer übergreifenden grafischen Überarbeitung aller Planeten und Monde. Um das ins Spiel zu bringen, mussten wir also in den sauren Apfel beißen und wirklich alle existierenden Objekte bearbeiten. Im letzten Patch haben wir die neuen Heightmaps, die neuen Höhenkarten eingeführt und jetzt kommt alles zusammen und das Ergebnis der ganzen Aufwände wird sichtbar werden. Das zweite Element, das wir einführen konnten, war eine globale Verbesserung all unserer Geologie-Packs. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die Geländefarbaufnahme für Objekte zu spezifizieren, sodass sie verfahrenstechnisch mit der Farbe des Geländes oder des Grundgesteins übereinstimmen können. Außerdem konnten wir Asset-Tessellierung und Displacement auf Objektbasis hinzufügen. Das heißt, wir können den Assets, die die Displacement-Parameter bestimmen, Heightmaps zuweisen. Kurz gesagt bedeutet das, dass der Spieler, wenn er sich einem Objekt nähert, eine wesentlich höhere geometrische Auflösung erhalten sollte, sodass eine komplexe Silhouette sichtbar werden wird. Schließlich haben wir alle unsere Terrain-Shader durch gescannte Daten ersetzt. Damit beschäftigen wir uns schon seit einiger Zeit, da die Qualität der Ergebnisse extrem hoch war. Aber jetzt mit der neuesten Technologie konnten wir sie in unsere Pipeline aufnehmen. Wir haben über 70 Basis-Shader neu erstellt, indem wir die gescannten Daten kombiniert und gemischt haben, um die von uns gewünschten Ergebnisse zu erhalten. Für die Zukunft haben wir Ambitionen, dedizierte Scan-Ausrüstungen für die Verarbeitung unserer eigenen Daten, die wir auf Exkursionen sammeln werden, einzurichten. Wir wollen sicherstellen, dass wir eine vielfältige und wunderbare Palette für zukünftige Star Citizen-Lokationen schaffen können. Wir waren in der Lage, eine Menge neuer Technologien in diese Version einzuführen und die zweite Runde der Aktualisierungen auf den Planetenoberflächen live zu bringen. Außerdem haben wir mit der Einführung der gescannten Daten für unsere Oberflächen einen erheblichen Qualitätssprung erlebt. Einige der globalen Farbüberarbeitungen waren jedoch nicht so detailliert, wie wir es uns gewünscht hätten. Dies ist hauptsächlich auf zeitliche Einschränkungen im Quartal zurückzuführen. Einige der geologischen Oberflächen mit den neuen Bibliotheken könnten auch für die Biome besser geeignet sein. Bei den Frachtdecks hätten wir die Unterbrechung zwischen Innen- und Außenbereich bei der Abtrennung der Handelsdecks vorhersehen müssen. Um die Erfahrung zu verbessern und dem Spieler einen Kontext zu geben, würden wir uns wünschen, dass dieses Transitnetz in Zukunft physisch umgesetzt wird. Dadurch wird die Sicht aus dem Transitfahrzeug auf die Außenseite der Station auf dem Weg zum Zielort ermöglicht. Und zuletzt kommt Luke Presley, der leitende Designer. Die Lockerungen in den Waffenstillstandszonen sind der erste Schritt, um alle willkürlichen Beschränkungen aus dem Spiel zu entfernen, sobald wir in der Lage sind, die verschiedenen Bereiche des Spiels ordnungsgemäß zu verteidigen und zu überwachen. Dies war an den Raststätten möglich, weil wir nicht nur die bestehenden Türme der Größe 4 und der Größe 6 entsprechend nutzen können, sondern auch einen völlig neuen Turm der Größe 10 geschaffen haben.
Zusammen sind diese in der Lage, mit jedem Schiff im Spiel fertig zu werden. Und anstatt noch weitere willkürliche Beschränkungen aufzuerlegen, haben wir diese Abwehrtürme vollständig zerstörbar gestaltet, obwohl ihre Respawn-Zeit mit 5 Minuten sehr kurz ist. Dieses Respawn-System wird in Zukunft sicherlich weiterentwickelt werden, sodass es wahrscheinlich auf Reparaturen angewiesen sein wird. In Abstimmung mit der Verteidigung haben wir die erste Iteration eines Sicherheitsreaktionssystems hinzugefügt, das zwar noch recht einfach ist, aber die Crime-Stats aller Spieler im Gebiet, intern als Heat, als Hitze bezeichnet, addiert und als Reaktion Sicherheitskräfte, Sicherheitsschiffe von zunehmender Anzahl und Stärke gespawnt. Das System reagiert schnell auf eine Zunahme des Hitzewerts in einem Gebiet, in dem es neue Schiffe spawnt und schwächere Schiffe, die sie ersetzen, aus dem Gebiet entfernt. Das System reagiert langsamer auf die Tötung seiner Schiffe, sollte der Hitzewert dadurch nicht erhöht werden, und noch langsamer auf eine Abnahme des Hitzewertes. Wir werden dieses System in Zukunft weiterentwickeln, um auch die Schiffe, die die Spieler benutzen, und die gezeigte Aggression zu berücksichtigen. Wir werden es auf andere Standorte wie Außenposten ausweiten, obwohl Grimhex eine komplexere Lösung benötigt, da die dortigen Verteidigungsanlagen nur auf Verbrechen reagieren sollten, die in ihrem Zuständigkeitsbereich und nicht in anderen begangen wurde. Port Olisar wird bis auf Weiteres eine Ausnahme bleiben, da es sich um einen alten Standort handelt, der eine Waffenstillstandszone mit dem erforderlichen Radius nicht unterstützen kann. Das Live-Team musste angesichts der kurzen Zeit, in der Alpha 3.11 im PTU lief, äußerst wachsam sein und schnell auf Probleme reagieren. Ein Beispiel für ein Problem, das uns auffiel, waren Spieler, die die Wachtürme tatsächlich stahlen, indem sie sie mit der Ladebucht ihrer 890 Jump regelrecht verschluckten und mit ihnen davonflogen. Wir korrigierten dies, indem wir einen Selbstzerstörungsmechanismus integrierten und die Türme entsprechend respawnen ließen. Ein weiteres Beispiel ist, dass das Sicherheitssystem zwar in der Lage war, schnell Schiffe auf lokalen Servern zu respawnen, auf einem Live-Server jedoch nicht. Um dies zu verbessern, haben wir die Schwellenwerte, auf die das System reagierte, gesenkt, um die Anzahl der angeforderten Spawns zu reduzieren. Wir haben Videos von vielen Spielern gesehen, die sich zusammenschlossen, um einen Rest-Stop zu überfallen, einzunehmen und sie trotz der Abwehr- und Sicherheitsmaßnahmen lange Zeit zu halten. Aus diesem Grund haben wir die Idris in dem Moment, als sie verfügbar wurde, als oberste Ebene des Sicherheitsreaktionssystems hinzugefügt, sodass wir hoffen, dass diese Spieler in nicht allzu ferner Zukunft Schwierigkeiten haben werden, dieses Spielverhalten zu wiederholen. Für die Zukunft planen wir auch, die willkürlichen Beschränkungen in den Innenräumen zu lockern und wieder an den Raststätten auszuprobieren. Wir sind bereits auf dem besten Wege, ein System von Spawn-Lockers einzuführen, das es uns ermöglichen wird, die zur Überwachung des Gebietes notwendigen Wachen zu spawnen. Darüber hinaus arbeiten wir an einem Sicherheitsnetzwerk, das Auskunft darüber geben wird, ob ein Spieler das Recht hat, sich in einem bestimmten Bereich aufzuhalten, und dass es Kameras, Türmen und Wachen ermöglicht, auf Eindringlinge, Personen mit Crime-Stats oder Personen, die dabei sind, Straftaten zu begehen, zu reagieren. Ja, alles in allem eine hochgradig interessante, spannende Analyse über das, was getan wurde, extrem viel, und das, was noch kommen wird. Ich bin super gespannt, freue mich diebisch auf neue Erkundungsmissionen, bin sehr gespannt auf das neue Sicherheitssystem und auch die Erweiterung des Sicherheitssystems, wie es erweitert werden wird, wie es reagiert auf die Spieler. Ich fand das sehr lustig, die Geschichte mit der 890 Jump, was ja auch zeigt, auf welche verrückten Ideen die Community teilweise kommt, was CIG oder was Entwickler einfach gar nicht vorhersehen können. Ein sehr großer Vorteil dieser offenen Entwicklung, obwohl sie wirklich Nerven kostet für CIG, sich immer wieder der ganzen Kritik aussetzen zu müssen. Aber das sind eben die positiven Dinge, dass sie immer wieder sehen können, wie reagieren die Spieler, wie ist das Balancing, welche Lücken nutzen sie aus und was muss CIG tun, um dem zu begegnen. Ja, dann würde ich sagen, Haken dran und wir gehen zum letzten Teil, nämlich dem Star Citizen live zum Thema der künstlichen Intelligenz. Das Inside Star Citizen war
wahnsinnig schwer zu verstehen. Stichwort Francesco Racucci, seines Zeichens Italiener. Ich glaube, sein Kollege ist Franzose. Ein anderer Kollege war sehr, sehr am Nuscheln und generell, das war eine harte Nuss zu knacken, um es mal so zu formulieren. Hi everybody. Welcome to another episode of Star Citizen Live. Als lustige Anekdote zu Beginn steht Jared auf dem Stuhl und alle, die wir Star Citizen dann und wann mal spielen, wissen, die KI-NPCs neigen zurzeit dazu, gerne mal auf Stühlen rumzulungern. Ja, und damit geht's dann auch los in diesem Star Citizen Live mit der Erklärung, Stühle sind Usables, also benutzbare Gegenstände, benutzbare Objekte. Die KI muss also wissen, was sie mit dem Stuhl machen kann. Und nicht nur das. Die Animation muss diesen Vorgang auch ermöglichen. Aber durch eine hohe Serverlast und oder asynchrone Daten geht die Verbindung zwischen Animation und KI-Prozess verloren, was unter anderem zu NPCs führt, die auf Stühlen stehen. Das kann auch passieren, wenn NPCs nicht sauber entkoppelt werden von Usables oder wenn es zu entsprechenden Verzögerungen im Rein- und Rausstreamen kommt. Der NPC zum Beispiel einen Stuhl benutzen soll, gemäß KI-Berechnung, der besagte Stuhl aber noch gar nicht da ist, weil der noch gar nicht gestreamt worden ist. Eine nicht unerhebliche Menge der bekannten Fehler wird nicht bereinigt werden können, bis einige der noch ausstehenden Backend-Systeme zum Laufen gebracht worden sind. Sie sagten sogar, es wäre Zeitverschwendung, sie zu beheben, da viele Fehler durch die neuen Systematiken dann sich automatisch regeln würden. Unter anderem kommt das Server-Meshing hier ins Spiel. Die KI gilt derzeit als rudimentär, obwohl sie grundsätzlich das tut, was sie tut, insbesondere hinsichtlich des FPS-Gameplays. Man ist aber noch am Anfang und es gibt wahnsinnig viel zu tun mit Blick auf die KI. Seit ungefähr einem Jahr ist die KI in der Lage, die Navigationsmeshes zu nutzen, die es insbesondere auf Planeten und Landezonen gibt, wo die KI-NPCs eingesetzt werden. Die erste Iteration dieses Systems kam zur CitizenCon 2019 zum ersten Mal zum Einsatz, um einen KI-NPC ein Schiff betreten zu lassen. Die aktuell noch eingeschränkte Serverleistung wird als einer der maßgeblichen Gründe dafür bestätigt, dass die NPCs sich so verhalten, wie sie es zurzeit tun. Die Performance der Server verzeichnet nach wie vor zu starke Einbrüche. Dazu muss man wissen, dass ein Server in Peakzeiten, selbst heute bereits, bis zu 2000 KI-NPCs berechnen muss. Ein Server. Das ist ein Thema, das man mit dem Server-Meshing lösen möchte. Bei KI-Piloten muss nicht nur ihr Flugverhalten berechnet werden, sondern zusätzlich zu den Flugbahnen, Vorhaltepunkte, zu wählende Waffen, Abwehrmaßnahmen, Raketen, Umgebungsanalyse, Ausweichmanöver, alles basierend auf den zugrunde liegenden Fähigkeiten des betreffenden NPCs. Je langsamer der Server, je niedriger die Framerate, desto weniger solcher Berechnungen können durchgeführt werden, was zu einer scheinbar dysfunktionalen KI führt, obwohl sie theoretisch eigentlich funktioniert. Weiterhin führen sie aus, dass die Leistungsabhängigkeit auch in die andere Richtung geht, sprich nicht nur vom Server zum Client, sondern auch vom Client zum Server. Wenn die KI verzögert oder gar nicht reagiert, führt das zu Hemmungen im weiteren Berechnungsprozess auf Seiten des Servers. Es gibt also tatsächlich einen bidirektionalen Zusammenhang zwischen der Anzahl der KI-NPCs und der zur Verfügung stehenden Serverleistung. Zu viel Last senkt entsprechend die Serverleistung, was unmittelbar die KI-Leistung weiter verringert, was wiederum die Serverleistung weiter beeinträchtigt. Der Barkeeper wurde vor kurzem hinzugefügt und es wird erklärt, dass CRG an dem sogenannten Kantinenverhalten arbeitet, um Leben in Food Courts, die Gastronomiebereiche, zu bringen. Die NPCs gehen Essen holen, setzen sich hin und essen und geben das Tablett zurück, wenn sie fertig sind. Hier kommen natürlich ebenso die zuvor erwähnten Probleme zum Tragen, zumindest in Star Citizen. Squadron 42 wird ja unabhängig von den Servern laufen. Sie sprachen darüber, Personen zu animieren, die Spülmaschinen bedienen würden und andere NPCs, die durch zufällige Verhaltensoptionen diese Food Courts zum Leben erwecken würden, indem sie nicht nur Essen an der Ausgabe besorgen, sondern sich auch Getränke oder Snacks an den jeweiligen Verkaufsautomaten besorgen. Natürlich müssen dann die Reste des Essens in den Mülleimer und, wie gesagt, schmutziges Geschirr in die Spülvorrichtung gestellt werden. Essen und Trinken sollen natürlich auch Auswirkungen auf NPCs haben. So sollen sie genau wie wir menschlichen Spieler betrunken werden, wenn sie Alkohol trinken, und der Barkeeper soll verärgert reagieren, wenn Spieler hinter den Tresen springen. Und nicht nur das. Auch NPCs sollen,
so die Planung, ein volles Spektrum an Ursache- und Wirkungsmechanismen erhalten. Sprich, sie sollen Hunger und Durst bekommen, sollen sich dann nach Möglichkeiten umsehen, um zu essen und zu trinken, sollen natürlich ihrer Arbeit nachgehen, im Rahmen der Simulation schlafen, also Regelabläufe haben, aus denen wir sie als Spieler aber auch herausholen, sprich sie unterbrechen können bei ihrer Tätigkeit. Einschränkend ist zu sagen, dass natürlich alles im Rahmen des Bedarfs der Simulation berechnet wird. Wie seit der ersten Vorstellung des Quantum-Systems erklärt, wird ein Großteil der NPCs durch Quanta lediglich grob berechnet und die vollständige Simulation lediglich in unmittelbarer Umgebung der Spieler durchgeführt. Was uns zu NPCs führt, von denen wir in direkter Abhängigkeit stehen, nämlich der NPC-Schiffsmannschaft. Hier haben wir quasi zwei Typen von KI-gesteuerten Komponenten im Schiff, nämlich NPC-Crew und Serverblades. So erzählt Dan Truffin auf die Frage, wo der Unterschied zwischen beidem liege, dass zuallererst beides dieselbe KI ist. Sie werden dieselben Verhaltensmuster haben, zum Beispiel wie man ein angreifendes Schiff anvisieren muss, um es zu treffen. Die Unterschiede von beidem sind natürlich im Gameplay zu finden. Ein Serverblade, eine Serverbaugruppe, ist eine Schiffskomponente. Man installiert sie, man schaltet sie ein, sie funktioniert, sprich der Geschützturm agiert entsprechend der zugrunde liegenden KI-Routine. Hinsichtlich der Fähigkeiten erklärt Dan Truffin am Beispiel des Einsatzes als Turmschütze, dass ein menschlicher Spieler besser sein wird als ein KI-NPC und ein KI-NPC besser sein wird als eine KI-Serverbaugruppe. Weiterhin wird ein Serverblade einen entsprechenden Slot blockieren. Einen Slot, den man nicht mehr für andere, möglicherweise notwendige Schiffsfunktionalitäten nutzen kann, sondern eben nur zur Bedienung eines Geschütztürmes. Man wird immer nur eine sehr begrenzte Anzahl an Slots für Serverblades an Bord haben, abhängig vom jeweiligen Schiff und dessen Größe. Weiterhin erzählt Dan, dass es nie genügend Slots zur Bedienung aller Geschütztürme eines Schiffs geben wird. KI-NPCs werden mit Skills kommen und vielleicht heuert man einen günstigen NPC an, der dann über eher marginale Fähigkeiten als Turmschütze verfügt. Grundsätzlich wird man NPCs Anweisungen geben können, was sie zu tun haben, beispielsweise eine Komponente reparieren, was sie dann auf Basis der zugrunde liegenden Charakterfähigkeiten versuchen werden zu lösen. Dabei wird ein guter Ingenieur nicht gleichzeitig ein grandioser Kämpfer sein. Aber vielleicht hat man ja das Geld, sowohl Ingenieur als auch einen Turmschützen anzuheuern. Es gilt, je besser die Fähigkeiten eines NPCs, desto mehr Geld wird er kosten. An dem Grundgerüst dieses skillbasierten Systems für NPCs bastelt CIG bereits, wobei es dennoch, meines Verständnisses nach, in einer weit entfernten Zukunft liegt. Zusammengefasst, Serverblades bilden die KI-Basisfunktionalität mit einer einzigen Funktionsausrichtung. KI-NPCs sollen Charaktereigenschaften haben, gute wie schlechte, Fähigkeiten und quasi eigene Interessen, die ihr Handeln und ihre Entscheidungen definieren. So erklärt Dan Truffin abschließend, dass das Crewmanagement ein essentieller Bestandteil sein wird. Man sollte im Auge haben, ob die Crew glücklich ist, unzufrieden oder ob sie kurz davor stehen, das Schiff zu verlassen und um auf einem anderen Schiff anzuheuern. Wenn sie unzufrieden sind, werden sie aufsässig. Und sie werden ihre Aufgaben nicht mehr sorgfältig erledigen. Man muss also dafür sorgen, dass es der Mannschaft gut geht, dass sie genügend zu essen haben, Freizeit und Freizeitbeschäftigung, dass sie glücklich sind an Bord des Spielerschiffes. Die NPC-Mannschaft ist wie die virtuelle Familie des Spielers, während ein Serverblade einfach eine Baugruppe ist. Tiere sind ein weiteres Thema, was nicht einfach zu lösen ist. Das fängt bei der Größe der Tiere an, denn Frösche brauchen beispielsweise nicht furchtbar intelligent zu sein und Vögel verhalten sich KI-seitig anders als Tiere, die auf einer Wiese grasen, als Jäger. Auch wieder zu Lande, in der Luft, im Wasser. Leben sie auf dem Boden, leben sie auf den Bäumen, laufen sie weg, greifen sie an, leben sie einzeln, leben sie in Gruppen. Wenn sie in Gruppen leben, wie bewegen sich die Tiere in der Gruppe? Unterscheidet es sich vom Einzelverhalten? Viele, viele Fragen hinsichtlich des KI-Designs, die es zu beantworten gilt. Um hier eine Basis zu haben, arbeitet das Lore-Team gerade intensiv an der Fauna, um dem KI-Team quasi das Korsett für ihre Entwicklungsarbeiten zu geben. Wobei zu sagen ist, dass die Programmierung der KI für Tiere aktuell keine Priorität hat. Auch Haustiere als eines der späten Stretch-Goals fallen natürlich in dieses Spektrum und ist absolut in Planung, aber ebenfalls in einer nicht genannten Zukunft.
Soweit zum Star Citizen Live und soweit zu meinem Video insgesamt für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen, war wieder sehr lang. Aber ja, mit einer Kanne Kaffee. Ich hoffe trotzdem, dass ihr die Inhalte dieses Videos interessant fandet. Ja, für mich, das Star Citizen Live, da habe ich mir, keine Ahnung warum, etwas mehr von versprochen. Vieles wussten wir schon, dass die KI in Abhängigkeit von der Serverauslastung steht. Warum das so ist, das fand ich nochmal ganz spannend, beziehungsweise dass es eine beiderseitige Abhängigkeit gibt. Das heißt, also wenn wir als Client eine asynchrone Datenhaltung zum Server haben, klar, dann kann die KI bei uns nicht richtig berechnet werden. Wenn die KI bei uns nicht richtig berechnet wird oder vielleicht wir eine langsamere Leitung haben, dass das dann auch die Server beeinflusst, das finde ich spannend. Ich frage mich, wie sie das lösen wollen, denn wir sind ja global unterwegs und es wird nicht immer Spieler geben, die mit 50 oder 100 oder 200 Mbit unterwegs sind, die vielleicht auch nur eine 8 Mbit oder eine 16 Mbit Leitung haben. Und wenn man dann die Lecks und den Ping berücksichtigt etc., den ganzen Netcode, dann frage ich mich, wie sie das hinkriegen wollen, auf allen Clients weltweit die KI vernünftig zu wiederzugeben. Nicht nur zu simulieren, sondern auch wiederzugeben und dann die Daten zu empfangen und wieder zu verteilen. Das ist sicherlich eine spannende Herausforderung, von der ich mir sicher bin. Sie sagen hier, ja, es gibt noch viel im Backend-System zu erledigen. Da frage ich mich, was ist das, was da noch erledigt wird? Da hätte ich mir mehr Details gewünscht, was sie dort eigentlich bauen. Das ist so im versteckten Nebensatz einfach über den Tresen rübergekommen. Sie haben das Server-Meshing natürlich mal wieder in den Vordergrund gestellt. Das scheint ja so eine Art Allheilmittel zu sein. Glaube ich nicht dran. Und hier ist der Punkt, wo ich mir gewünscht hätte, einfach mehr Informationen zu bekommen. Das war sehr dünn. Und der Rest, boah, das war wieder so Star Citizen 2012, 2013. Was sie alles mal machen wollen, wenn es fertig ist. Ja, das ist gut und schön. Die KI-Funktionalität, wie das ja auch hier im Video gesagt wird, funktioniert ja nicht mal in ihren Grundzügen. Und sie sprechen hier über, ja, einfach Dinge, die ich mir persönlich gar nicht so richtig vorstellen kann. Was mir helfen würde, zu verstehen, wie weit sie sind, wäre tatsächlich eine Squadron 42-Demo, bei der man tatsächlich den realen Stand der Entwicklung der KI sehen kann, weil die dort ja auch unabhängig von den Backend-Systemen und von den Serversystemen agiert. Da könnte man dann tatsächlich sehen, wie weit sie sind. Sprich, das, was sie hier erklären, hat das Hand und Fuß oder, naja, ist das auch nur eher Wunschdenken? Und ja, wie gesagt, das Testbett dafür ist meines Erachtens Squadron 42. Das klingt jetzt sehr kritisch von mir, aber in Anbetracht des Status der KI, denke ich, darf man sich auch diese Kritik erlauben, beziehungsweise wenn sie schon ein Star Citizen Live zu dem Thema bringen, dann hätte ich mir, wie gesagt, gewünscht, beziehungsweise ist es, glaube ich, auch zu verstehen, dass man sich als Zuschauer einfach mehr Input wünscht. Ich kann mir vorstellen, um hier die Kurve zu kriegen und optimistisch in die Zukunft zu gucken, dass die KI vielleicht nicht das tun wird, was hier uns erzählt wird, also was die KI-Mannschaft hier so an Träumen mit sich rumschleppt, an Vision, was sicherlich natürlich auch basiert auf den Visionen, den Träumen von Chris Roberts. Aber auf Basis der heutigen Technologie wird ein Squadron 42 sicherlich spielbar sein, auch ohne so eine oder nur mit einer anteilig so weit funktionierenden KI, wie es hier erzählt wird. Und Star Citizen lebt ja letzten Endes wie jedes MMORPG heutzutage von seinen Spielern. Es ist ja eine Sandbox. Von den Millionen von Spielern weltweit wird diese Welt gestaltet und nicht von NPCs, auch wenn sie was anderes versprechen. Insofern kann ich mir vorstellen, dass es auch gar nicht so eine große Abhängigkeit hat, dass die KI in diesem Sinne funktioniert, in Verbindung mit dem Spielspaß, den wir haben werden. Aber diese Idee einiger Spieler, ach, ich kaufe mir eine Idris und dann habe ich ja die KI und damit funktioniert auch die Idris als Einzelspieler, das denke ich, das wurde auch durch uns als Community immer wieder gesagt, nee, das klappt einfach nicht. Das kann nicht funktionieren. Diese ganzen Berechnungen, die da durchgeführt werden müssen und ja, wie gesagt, ich wage einfach zu behaupten, dass eine KI-Berechnung auf dem Level
nagt mich jetzt nicht an die Wand dafür, aber ich denke, sowas hat es noch nie gegeben, wieder einmal. Und ja, CIG funktioniert hier wieder, den gordischen Knoten zu lösen, das Ei des Kolumbus zu finden, was, wie auch immer man das so metaphorisch formulieren kann. Es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Herausforderung, die wir nicht so naserümpfend hinnehmen sollten, sondern einfach respektieren, dass sie es versuchen, aber auch akzeptieren, wenn es nicht klappt oder wenn es vielleicht noch 5 Jahre dauern sollte, bis sie hier eine Lösung gefunden haben. Ist auf jeden Fall nichts, von dem ich verstehe, dass es jetzt nächstes oder übernächstes Jahr plötzlich laufen würde. Wieder einmal. Was mich sehr, sehr positiv gestimmt hat, habe ich ja auch schon im Zwischenfazit erzählt, ist dieses Postmortem, diese Postmortem-Analyse. Genauso wie die Newsletter, die wir bekommen, wobei die Postmortem-Analyse ist inzwischen fast interessanter, weil sie einfach hier sehr in die Tiefe gehen und wirklich erzählen, woran sie gerade in diesem Moment gearbeitet haben. Machen die Newsletter auch. Hier ist es, keine Ahnung, es spricht mich mehr an. Es ist einfach so ein bisschen greifbarer, was sie gerade tun. Und auch die Kritik der einzelnen Leute fand ich sehr schön zu lesen, dass sie reflektieren, was hätte besser laufen können. Und hier eben auch die Bestätigung der Gerüchte, ja, sie arbeiten bereits am Wolkenrenderer und das ist vielleicht etwas, was wir bereits im nächsten Jahr bekommen könnten, wenn sie denn so weiterarbeiten und dann alles klappt wie gedacht. Ich finde es immer wieder faszinierend. Ich komme ja hier aus Hamburg, habe Werksführungen bei Airbus mitgemacht. Da ging es um Milligramm, Gramm bei der Entwicklung des A380, die es einzusparen galt. Und genau so arbeiten die hier bei Star Citizen, die kämpfen um jedes Byte, was sie einsparen können, habe ich den Eindruck, um uns das Spielerlebnis zu ermöglichen. Und gerade Wolken muss ein echter Ressourcenfresser sein. Natürlich wollen wir die alle haben. Ich bin gespannt, diese prozedural erzeugten, chaotisch erzeugten Wolken, das können ja nicht irgendwelche statischen Decals sein, die man dort irgendwie als Layer auf die Oberfläche klebt. Wie sie das umsetzen werden, ich verstehe aber, dass sie hier eine Idee haben, ein Konzept haben und dass sie dabei sind, das umzusetzen. Das heißt, es ist nicht nur auf dem Reißbrett, dass sie da etwas skizzieren, sondern sie befinden sich bereits in den ersten Entwicklungsphasen. Und ja, vielleicht CitizenCon 2021, vielleicht haben wir da ja schon die ersten Wolken, durch die wir mit unserem Raumschiff durchbrechen können. Es bleibt also spannend. Wir bleiben weiterhin zusammen und werden weiterhin viele interessante Videos erleben. Jetzt reicht es für heute. Danke, dass ihr diese lange Zeit wieder mit mir hier dabei gewesen seid. Und dann wünsche ich euch auf diesem Wege, wann auch immer ihr dieses Video guckt, ein wunderschönes Wochenende, eine schöne Woche. Und auf jeden Fall freue ich mich auf das nächste Video. Dieses Video wurde euch ermöglicht durch meine Unterstützer auf tippi.com am Ende noch erwähnt, www.tipi.com/astrosam. Dort unterstützen Sie mich mit 1 Euro, 5 Euro, 10 Euro. Wenn ihr das auch tun wollt, freue ich mich sehr. Es gibt immer auch so das ein oder andere kleine Extra, die ESC-Auskopplung hier. Die gab es gestern schon mal vorab, vor dem Gesamtvideo. Ja, und jetzt aber wirklich Schluss. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Cheers.